Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darksiders 3. So, bevor wir diese Wüste durchqueren, möchte ich tatsächlich noch einmal zum Fürsten des Abgrunds zurückkehren und ihm die Seele von Abraxas bringen, die wir ja am Ende des letzten Partes erbeutet haben. Die ist jetzt hier in unserem Inventar aufgetaucht. Das haben wir ja schon gelesen. Die Seele von Abraxas, nach der der Fürst des Abgrunds verlangt hat. Es lässt sich unmöglich sagen, wofür er sie benötigt. Abraxas, ein Dämon, wichtig Tour. Wenn die Erde intakt bleiben soll, muss er beseitigt werden. Er gefährdet dein Gleichgewicht. Seine Seele muss zu mir gebracht werden. Genau, das hat der Fürst des Abgrunds uns ja bei unserem ersten Aufeinandertreffen gesagt. Alles klar. Da bin ich jetzt gespannt, wofür er sie tatsächlich braucht. Wofür er sie verwenden wird. Sei gegrüßt. Dann werden wir per Schlangenloch mal... Lass dir Zeit. In den... hier. Kammer des Fürsten des Abgrunds. Und nach wie vor, der Abgrund wird bei diesem Schnellreisesystem mit dem Namen Fähigkeiten bedacht. Was ja vorne und hinten nicht stimmen kann. Oder? Oder Moment. Eigentlich müsste es doch der Abgrund heißen, weil das ist ja der Name des Gebietes. Ich meine, klar, es könnte deshalb den Namen Fähigkeiten tragen, weil ich hier meine gesamten Fähigkeiten erhalten habe. Aber das ist noch kein Grund für diesen Namen, oder? Ist hier irgendetwas? Stimmt, ich bin noch nie zu der Kammer des Fürsten des Abgrunds gereist. Kann ich hier auch durch die Lava? Ja. Krass. Hier gibt es ja wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen, die ich sammeln kann. Hier hätte ich schon viel früher hingehen sollen. Diamantspartfragment? Naja, wobei doch, die Fragmente, die kann ich ja noch gebrauchen. Ist da irgendwas? In der Nische? Nee. Kann ich in der Lava laufen? Nee, da funktioniert die L3-Taste gar nicht. Zumindest kriege ich dann keine Reaktion. Ja, erst einmal muss ich hier schön alles durchsuchen, versteht sich. Hier könnte sich überall ein Item verstecken. Vielleicht versteckt sich auch nur am Anfang ein Item, aber man weiß ja nie. Hierhinter ist nichts. Ach komm schon. Liebes Spiel, bitte gib mir gleich etwas Schönes. Dafür, dass ich hier alles abgesucht habe, möchte ich auch irgendwas haben. Kann doch nicht sein, dass in diesem riesigen Meer... nur ein Item ist. Da ist das zweite. Glühende Überreste. Na also. Das ist doch schon besser. Wie viele glühende Überreste habe ich jetzt mittlerweile überhaupt? Ich guck mal. 9 Stück. Alles klar. Ja, also mit anderen Worten, ich kann mir irgendwann 9 gratis Skillpunkte besorgen. Sehr schön. Aber, wie gesagt, das werde ich dann höchstens erst gegen Ende der Story machen, wenn ich kurz davor bin, meinen Kampf gegen Hochmut anzutreten. Willkommen, so, mein Lieber. Reiter, zu unserer letzten Begegnung. Herrin, warte! Wow. Okay, er hat die Beobachterin ausgeschlossen. Was geschieht hier? Würde ich jetzt auch gerne wissen. Was soll das? Antworte! Sofort! Bist du hier, um mich zu töten? Du solltest es wissen. Du hast es prophezeit. Ja, das habe ich. Und wenn es je eine Zeit gab, mich zu erschlagen, dann jetzt, vor meinem Wirken. Und was passiert jetzt, Reiter? Och, ernsthaft? Jetzt könnte ich sogar theoretisch beide töten? Och, Menno, das gibt es ja gar nicht. Ich kann mich bei beiden Dämonen dazu entscheiden, sie zu verschonen oder sie zu töten. Und obwohl ich Abraxas jetzt bereits getötet habe, habe ich immer noch die Option, den Fürsten des Abgrunds auch noch zu töten.
Och nö, das wäre jetzt zu gemein. Ich habe mich jetzt für ihn entschieden, also ziehe ich es auch durch. Abraxas sagte, du wolltest die Erde aushöhlen. Dass du mich benutzt hast, um die nötige Macht dazu zu erlangen. Ein Dämon, der die Wahrheit sagt. Oh, jetzt scheiße. Habe ich wirklich alles gesehen. Na toll. Aber das hat Abraxas nicht. Lass hören. Hä? Vor langer Zeit gehörte ich dem feurigen Rat an. Ach. Lügner! Ist es so schwer zu glauben, dass ich einst ein Mitglied war? Ich war eine Macht des Gleichgewichts und glaubte an die Arbeit des Rats. Doch nach Äonen wurde ich entrechtet. Ihre dürftigen Lippenbekenntnisse hinsichtlich des Konzepts der Erhaltung des Gleichgewichts wurden viel zu dogmatisch. Rasch richteten sie ihr Augenmerk darauf, die Kräfte von Himmel und Hölle zu kontrollieren. Doch dabei ließen sie die Menschheit außer Acht. Die Menschheit? Das sind... haarlose Affen, der Spielzeuge der Engel und Dämonen. Die vergessene Gattung. Doch sie waren zu so viel mehr bestimmt. Die Menschen waren immer dazu auserkoren, das Gleichgewicht des Universums zu verkörpern. Sie wurden erschaffen, um sich weiterzuentwickeln. Du schmeichelst ihnen. Nein. Ich fürchte sie bloß nicht so, wie andere es tun. Der apokalyptische Mord an ihnen diente dazu, ihre Bestimmung zu verschleiern. Jemand will verhindern, dass die Menschheit ihr volles Potenzial erreicht. Und dazu diente dieser verfrühte Krieg. Und der Rat? Hat es zugelassen und nein, ich kann es nicht beweisen. Ich bin schon lange aus ihren Reihen verbannt. Doch ich habe die Tuscheleien gehört und die Zeichen erkannt. Also habe ich mich vorbereitet. Meine Seelensammlung von Engeln, Dämonen, Menschen. Damit will ich der Menschheit vor Augen führen, wie ihr voll entwickeltes Potenzial aussehen würde. Meine letzte Buße für meine lebenslange Mitschuld. Ich verstehe es nicht. Ich bin das Gefäß. Du, der Wächter. Wie ich bei unserer Begegnung sagte, um Gleichgewicht zu erhalten und die Welt vor Himmel und Hölle zu retten, musst du eine Seite wählen. Ich habe meine gewählt. Und zwar dich, Fury. Und was wählst du? Ich wähle das Leben. Ein gutes Gefühl, wieder eine Bestimmung zu haben. Nicht wahr? Mein Werden. Wow. Ich bin gerade sprachlos. Krass. Da wurde uns ja jetzt extrem viel über die Lore, also über diese Welt noch einmal mitgeteilt. Krass. Und er hat uns wieder irgendein Amulett hinterlassen? Irgendein Geschenk? Das müsste dann jetzt schon das vierte Amulett sein, das wir gesammelt haben. Oh Gott sei Dank. Hat sich so angehört, als ob es das Richtige wäre. Wofür wir uns entschieden haben. Wunderbar. Oh. Hat er deshalb die Beobachterin ausgeschlossen? Damit sie das nicht mithören kann, oder was? Oh, und ich bekomme die Trophäe, ein Abschiedsgeschenk. Nice. Geheimnisvolles Steinsiegel. Das Schmuckstück erbebt und droht unter dem Druck... Was? Und droht unter dem Druck dessen, was es beinhaltet, zu zerspringen. Stimmen erklingen, zugleich ein lautes Gebrüll und leises Geflüster. Du hast ihn umgebracht? Er war verrückt. So verrückt wie der Rest. Willst du mir sonst noch etwas erzählen, Herren? Ja. Ich habe die Nase voll von größenwahnsinnigen Dämonen.
Habe ich hier nachgeguckt, ob hier etwas ist? Tja, wahrscheinlich schon, denn hier ist leider nichts mehr. Alter, krass! Der Fürst des Abgrunds, ein ehemaliges Mitglied vom Rat, vom feurigen Rat. Irgendwann hat der Rat einfach die Menschheit ignoriert, was er nicht akzeptieren konnte. Und seitdem ist er hier unten und ist am Seelensammeln. Ey, krass! Die Frage ist, was bewirkt dieses Ding? Der Fürst des Abgrunds überließ Fury dieses Siegel in der Hoffnung, dass sie ihm beim Erfüllen seines Zwecks helfen kann. Worin genau dieser besteht, ist unklar. Wird jetzt... Habe ich auf diese Art und Weise vielleicht irgendwie eine Art optionales Ende freigeschaltet oder so? Könnte ich mir auch vorstellen. Krass. Womit kann dir dieser Beschaffen? Das hat jetzt eine ganz andere Wendung genommen, als ich es erwartet hatte. Ohne Scheiß, ey. Der Fürst des Abgrunds? Boah. Und dann, ja, hat er uns gesagt, ich habe deine Seite gewählt, Fury. Er hat irgendetwas gemacht, was er als sein Werden bezeichnet hat. Keine Ahnung, vielleicht ist er zu diesem Siegel geworden, das er hinterlassen hat. Und ich habe keine Ahnung, was genau es bewirken soll. Ich bin gespannt. Puh, auf jeden Fall fühlt es sich so an, als ob ich die richtige Entscheidung getroffen hätte. Ich habe mich für den Fürsten des Abgrunds entschieden, weil er mir einfach sympathisch war, ehrlich gesagt. Seine Art und Weise, die Tatsache, dass er uns immer wieder mit neuen Fähigkeiten versorgt hat. Aber wie man gesehen hat, der Fürst des Abgrunds war auch darauf vorbereitet, dass wir ihn am Ende verraten. Dass wir auf Abraxas gehört haben. Auf ihn und seine schleimige Zunge. Fury, das ist kein gewöhnlicher Sturm. Lauf! Oh oh, kommt er auf mich zu? Hilfe! Lauf! Jetzt! Zu spät. Alter, One-Hit-Kill? Holy shit. Wird es irgendetwas bringen, wenn ich meine Kraftfähigkeit währenddessen ausrüste? Die macht mich ja deutlich schwerer, aber wird es mir gegen so einen Sturm helfen? Ich fürchte, nein. Ich werde es zumindest nicht drauf ankommen lassen. Ich werde vorsichtshalber meine Kraftfähigkeit ausrüsten. Aber ich werde nicht warten, bis dieser Tornado mich erreicht. Ich glaube, ich werde meinen Sprint mit L3 benutzen müssen, um rechtzeitig zur nächsten Stelle zu gelangen, wo ich sicher bin. Ich frage mich auch, ob dieser Sturm irgendwie vernichtet werden kann oder aufgelöst werden kann. Er kommt schon auf mich zu, oder? Shit, 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 shit. Lauf! Lauf, lauf! Ah. Shit. Ich war ein bisschen zu langsam. Kacke! Muss ich warten, bis dieses Ding... bis dieses Ding möglichst weit weg von mir entfernt ist? Weil es scheint sich ja auch dann zu bewegen, während ich nicht in der Nähe bin. Eieieiei. Auf jeden Fall werde ich versuchen, meine Seelen jetzt einmal per Erlösungswaffe zu bekommen. Ich müsste ja theoretisch mit dieser Waffe auch diesen komischen Seelenleucher zerstören können. Müsste ja möglich sein. Werde ich gleich ausprobieren. Denn meine Seelen möchte ich natürlich nicht zurücklassen, aber das kostet natürlich ein bisschen Zeit, nach meinen Seelen zu schlagen. Ja, funktioniert tatsächlich. Nice. Okay. Jetzt gerade ist er schön weit weg. Lauf! Das müsste jetzt locker reichen. Komm schon. Was? Och, komm schon! Was soll denn das? Scheiße.
Wie viel schneller hätte ich denn bitteschön sein müssen? Noch schneller könnte ich ja theoretisch nur mit einem Pferd sein, aber das geht ja gar nicht mehr. Furys Pferd ist ja mittlerweile schon verstorben. Also getötet worden, trifft es eigentlich besser. Zuerst getötet, danach bis auf den Kopf aufgefressen worden. Wie soll ich diesem Sturm denn sonst entkommen? Ich muss mir, glaube ich, dieses Gebiet noch einmal ein bisschen genauer angucken. Vielleicht gibt es irgendwo ja tatsächlich eine Möglichkeit, mich vor diesem Sturm zu retten. Ja, jetzt sind meine Seelen natürlich da hinten. Großartig. Ja, ich sehe hier nirgendwo eine Möglichkeit, mich verstecken zu können. Der ist ja jetzt ganz weit hinten. Großartig bewegen. Ah, jetzt. Er bewegt sich ein kleines bisschen weiter nach links. Es könnte sein, dass er jetzt etwas länger braucht, weil er einen diagonalen Weg nehmen muss. Komm schon. Ich scheiß jetzt erstmal auf die Seelen. Rein, 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 rein. Oh, Alter. Habe ich es geschafft? Zumindest habe ich jetzt die Ladezeit ausgelöst. Okay. Meine Seelen hole ich mir lieber so zurück. Oh, ey, das war ja auf die Sekunde genau. Das lief ja gut. Ach, sei still. Genau, Fresse halten. Oh, come on. Dieses Ding kann ich nicht kaputt machen. Das ist doch Quatsch. Oh, ja, 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 ja. Das wurde jetzt richtig spannend gehalten. Auch natürlich sind hier unten. Jo! Mit ausgerüsteter Kraftfähigkeit kann Fury starken Windböen standhalten. Ja. Natürlich zählt das nicht, wenn dieser Sturm direkt bei mir ist. Mittelgroßes Löchergefäß, ja. Wenn der Sturm direkt bei mir ist, dann ist er natürlich viel zu stark. Aber hier unten, da wird die Kraftfähigkeit ausreichen, um mich davor zu bewahren, nach oben gesogen zu werden. Puh. Ah, hallo, Vulgrim-Position Nummer 4 in diesem Gebiet, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. Ja, okay, fände ich schon ziemlich komisch. Ah doch, da ist eine. Ich wollte schon sagen, das ist eine komische Position, so direkt unter einem riesigen, ja, Tornado. Nö, nö, den Händler möchte ich jetzt nicht schlagen. Sei gegrillt, das. Ach, ich habe ja nur 950, das ist ja Quatsch. Da kann ich nichts mit anstellen. Aber... ich benutze mal so ein paar davon, damit ich die restlichen Artefakte kaufen kann. Ach so, es sind nur 4. Da habe ich jetzt 2 Dinger zu viel gebraucht. Eine ausgezeichnete Wahl. Oh, 4.900 noch etwas. Wenn ich ein bisschen mehr hätte, dann könnte ich eins davon kaufen. Hm. Wenn ich eigentlich keins von denen wirklich gebrauchen kann. So, nee. Wie du willst. Lieber nicht. Da behalte ich die Seelen lieber. Die bleiben schön bei mir. Hm. Ich muss mich hier jetzt immer schön umgucken. In jeder Ecke könnte wieder was versteckt sein. Aber es ist schon ein unangenehmes Gefühl, wenn dieser Wirbelsturm... Wenn man ganz genau weiß, dieser Wirbelsturm ist direkt über dir. Da hat selbst eine apokalyptische Reiterin keine Chance. Oh nein. Einmal so. Frage ist, was genau... Ah, okay. Ist hier oben noch irgendetwas? Ja, eine Möglichkeit, einen Schalter umzulegen, aber... bringt nicht viel, glaube ich. Das war ein bisschen zu weit, oder? Ah, vielleicht doch nicht. Okay, passt.
So. Ich muss vor allen Dingen nach wie vor im Hinterkopf behalten, dass ich ja an einer Stelle eine Treppe gesehen habe, etwas weiter zurück. Das war, glaube ich, vor dem dritten Checkpunkt, vor der dritten Vulgrim-Position in diesem Gebiet. Da habe ich ja eine Treppe gesehen, wo auch ein Item hinter versteckt war. Und ich habe nach wie vor nicht den Weg dorthin gefunden. Da muss ich später noch einmal in diesem Gebiet etwas genauer nachsehen. Wow! Okay. Ich glaube, ich habe schon eine grobe Idee, was ich hier machen soll, aber das könnte ziemlich schwierig werden. Zwischen diesen Dingern scheint nichts versteckt zu sein. Okay. Die werde ich wahrscheinlich auch mit meiner Fähigkeit nicht großartig bewegen können. Nee. Kann ich vergessen. Ja, ja, Wecker, ist ja gut. Raus. So. Ich habe schon eine grobe Ahnung, was ich hier tun soll. Aber die Frage ist natürlich, wie lange wird das jetzt halten? Da muss ich ziemlich schnell sein. Yes! Hat gereicht! Geil! Haha! Nice! Das war eben meine einzige Sorge, ob die Eisschicht nicht eventuell zu schnell schmilzt, bevor ich das Ding rüberhauen kann. Aber, ja, hat genau gepasst. Sehr schön. Jo, Alter! Miese Sau. Kleines Läuchergefäß. Ist da irgendwas zum Zerstören? Nein? Gut. Aha. Da sehe ich schon einmal einen optionalen Gang. Den schnappe ich mir. Oh. Okay. Ja, so geht's auch. Perfekt. Diamant spart Stück. Ja, es wäre langsam mal wieder an der Zeit, dass ich einen Brocken finde, ehrlich gesagt. Ich meine, nach all den Orten, die ich in dem Spiel bereits durchsucht habe, müsste jetzt doch langsam mal der Fundort von dem zweiten Brocken irgendwo auftauchen. Oh Gott. Ja, der ist ja genau bei mir. Wie soll ich das denn hinkriegen? Jetzt ist er aus irgendeinem Grund da bis ganz nach hinten gelaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, er ist gleich da. Oh, oh. Du schaffst. Der Erfolg meiner Mission ist kein Garant. Selbst wenn wir die Sieben aufhalten, wird diese Welt in zwei gerissen. Hunderte werden sterben. Dieser verdammte Wirbelsturm soll sich mal verpissen. Ich habe da ganz genau ein Item in der Wüste gesehen, das ich noch hätte einsammeln können. Naja, wenn ich es eingesammelt hätte, dann wäre ich eher definitiv gestorben. Ah, jetzt habe ich zumindest eine Abkürzung hier unten freigeschaltet. So, der Wirbelsturm klingt so, als wäre er jetzt weg. Moment. In dem einen Raum, da ist ja der gute Wulgrim. Und ich kann ja meine Seelen bereits im Vorhinein bei ihm verfüttern, auch wenn das nicht ganz für ein Level-Up ausreicht. Zeig das. Das mache ich jetzt mal. Spaß. So. Wie du mit da. Genau. Wie du. Oh, so. Sorge dafür, dass du. Das war jetzt eine Investition. Im guten Sinne. So. Dann kann ich jetzt noch einmal den Weg gehen, den ich gerade eben gegangen bin. Ich gehe vorsichtshalber noch einmal hier lang, weil ich habe das Gefühl, der Tornado, der wird automatisch in eine Ecke von der Wüste gelotst, sobald ich
diese eine gewisse Stelle erreiche. Jetzt hört es sich ja so an, als ob er direkt über mir wäre. Und jetzt müsste der Trigger ausgelöst werden, wodurch er auf die andere Seite geht. Genau. Und sobald er am weitesten weg ist... Go, go! Irgendwas anderes hier? Engelsartefakt. Oh, da ist sogar noch ein Item, oder? Ja. Habe ich mir gedacht. Wenn ich mir das Item schon vorher geholt hätte, ich hätte es im Leben nicht geschafft, rechtzeitig Unterschlupf zu suchen. Aber da ich ja jetzt sowieso einen Shortcut dorthin freigeschaltet habe, ist es ja eh egal. Das ist schon mal sehr beruhigend zu wissen. Ich habe, glaube ich, noch einen weiteren Gegenstand in dieser Wüste gesehen, der ungefähr in der entgegengesetzten Richtung gelegen hat. Ich glaube, ich werde noch einmal nach dort oben hingehen und mir das noch einmal genauer ansehen, für den Fall der Fälle. Könnte ich einzusammeln, weil wenn es in der entgegengesetzten Richtung liegt, bedeutet es ja, dass ich dem Tornado quasi in die Arme laufe. Sozusagen, sprichwörtlich. Ja, okay, die 56 Seelen, selbst wenn ich die verlieren sollte, ist es mir jetzt auch nicht so wichtig. Eigentlich hätte ich die Gegner ja ignorieren sollen. Egal. Schön warten. Okay. Go, go. Ja, Tatsache, da liegt was. Ich laufe dem Tornado jetzt echt entgegen. Glühende Überreste. Oh, könnte ich es trotzdem noch schaffen? Nee, leider nicht. Gerade so habe ich es nicht geschafft. Da liegen ja aber echt ein paar mehr Items rum. Tatsächlich. Da liegen mehrere von der Sorte rum. Krass. Die Frage ist, bin ich irgendwann in der Lage, diesen verdammten Sturm irgendwie auszuschalten? Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Damit ich in der Lage bin, sämtliche Items, die in dieser Wüste verteilt sind, noch zu bekommen. Das sind ja schon besondere Items, ne? Artefakte, glühende Überreste. Schon ziemlich gutes Zeug, das mir da präsentiert wird. So, jetzt gucke ich mal nach, ob sich meine Seelen wiederholen lassen, auch wenn es nur 56 sind. Aber, tja, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Oder des Euros. Oder der Mark. Wer den Cent nicht ehrt, ist des Euros nicht wert. So müsste es jetzt eigentlich richtig heißen. Hier war, habe ich irgendwo noch eins gesehen, aber, ja... Ich glaube, das werde ich jetzt eh nicht erreichen können. Das werde ich garantiert nicht erreichen können. So, gehe ich lieber weiter. Meine Fresse, ey. Der Zorn, der hat sich aber auch einen krassen Ort zum Verstecken ausgesucht. Tja, da komme ich garantiert nicht lang. Wow. Was ist das denn hier? Wahrscheinlich muss ich hier auch die ganze Zeit über die Kraftfähigkeit ausgerüstet haben. Da muss ich gleich hochkommen. Alles klar. Und hier sind mehrere von diesen Kletterwänden auch verteilt. Alter. Wow. Von unten kommt auch noch Wind oder was? Yo. Yo. Alles klar, ich merke schon. Der Tornado zieht diese Plattform nach oben. Alles klar. Ja gut. Und jetzt hat er wieder die Position verlassen. Alles klar. Okay, ich würde sagen, diesen Gang heben wir uns für den nächsten Part auf, oder? Es müsste doch schon langsam Zeit sein, ihn zu beenden.
Ja, ganz eindeutig. Das ist mir gerade dann eingefallen, als ich gerade die 30-Minuten-Marke erreicht habe. Alles klar, Leute. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wo wir diesen Tornadoflur bezwingen werden. Eine andere Bezeichnung fällt mir jetzt auch nicht ein. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!